순서를 계속 가고. Auf den Kanal Sano Gaming und heute werden wir mal ein Superheld. Wir werden heute Thor sein. Ist ja unter anderem, ich glaube, ziemlich bekannt. Thor. Ich glaube, jeder weiß, wer das ist. Ich würde auch sagen, wir legen direkt hier mit diesem Tutorial los. Wir müssen hier anscheinend erstmal einen Dropper platzieren, dass man halt Geld verdienen kann, logischerweise. Und hier sieht man es auch schon. Hier kommt jetzt Geld in die Kasse und dann kann ich für 150 diese Dinger kaufen. So, dann drücken wir hier mal ein bisschen schneller, dass ich auch hier ein bisschen schneller halt dementsprechend die Sachen habe. Wir können ja auch mal kurz diese Kiste abholen. Ich hoffe, man kann es ohne Warbucks abholen. Ja, kann man nicht überspringen. Okay, und ich habe auch 780 auch verdient. Nice, nice. Wer hier auch immer schießt, ich habe keine Ahnung. Wir kaufen uns den zweiten Dropper und auch noch den Dropper. Das ist der dritte. Und danach können wir sogar einen Mega-Dropper holen. Okay. Dann holen wir auch gleich nochmal einen Mega-Dropper. So, wir können jetzt den Mega-Dropper holen. Oder was weiß ich, was das ist. Das ist der vierte Dropper. Oh, der sieht auf jeden Fall geil aus. Oh, und jetzt können wir uns hier auch die Wände und tatsächlich Lade kaufen. Ich glaube, wir kaufen uns eher die Wände erstmal. Die erste Wand und die zweite Wand kostet auch schon wieder 750. Das ist ja alles ziemlich teuer. Aber, ja, weiß ich nicht. Also es ist hier ziemlich teuer alles. Aber ich denke, wir schaffen das. Was ist das hier? Der Chat. Okay. Hier kann man anscheinend Feedback geben. Nice. Leider nur 100 verdient und hier kann man seine Freunde einladen. Okay. Ja. Gut. Kann man das da alles machen? Okay. Dann können wir mal gucken. Wir haben fast 2000. Ne? Dann sparen wir hier eben auf den Mega-Dropper. Der müsste ja dann eigentlich nochmal größer aussehen als der. So, dann können wir hier erstmal auch gucken, was es hier so gibt. Super VIP, Mega VIP, VIP. Aha, ja, aber es ist nichts Interessantes. Sorry, Leute, bin ein bisschen müde. So. Oh, den Ultimate Upgrader gibt's jetzt. Also es ist kein Dropper diesmal, sondern irgendein Upgrader. Keine Ahnung, was das sein soll. 1500, 250, ist ja nix hier. Ey. So, 250. Ja, ich bin ja auch reich, ne? Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen mehr Kohle habe. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Kohle. Dann können wir hier ein bisschen diese 3400 sparen. Ich weiß nicht, ob ich hier tatsächlich einen zweiten Teil von machen muss. Ich glaube sogar, dass dieser Server keine Funktion hat zum Speichern. Also wird es ein bisschen schwierig. Aber das hier mit dem Klicken hilft natürlich auch. Von daher ist das auch nice. Ja, tatsächlich. Es hat ziemlich geholfen auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon 3900. Was? Es gibt noch ein Ultimate Upgrader für 8500. Da müssen wir dann auch nochmal ein bisschen tippen. Was macht die bei mir? Ich hoffe, die ermordet mich nicht. Das wäre nämlich scheiße. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal tippen. Leute, schreibt gerne mal in den Kommentaren, wie eure Ferien schon waren. Habe ich ja gestern auch schon gefragt. Heute ist ja Dienstag. Schreibt gerne es mal in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und auch ein bisschen den Algorithmus stärken. Damit ich auch ein bisschen mehr Leute erreiche. Denn in letzter Zeit mache ich nicht so viele Aufrufe, aber dennoch, Leute, danke ich euch natürlich für den ganzen Support. Also ihr seid wirklich ziemlich krass. Ja, so, wir drücken hier mal, bis wir da hinten diese 8000 stehen sehen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Warte, es müsste jetzt sogar schon 8 stehen, ne? So,
Das fließt ja noch alles durch. Oh, wir haben sogar schon 9000. Perfekt. Und jetzt haben wir sogar schon 10. Und dann können wir uns den Ultimate-Upgrader holen. Und das ist auch tatsächlich sogar das Letzte, was man sich holen kann. Kann man hier noch die dritte Wand holen. Und später für 5500 die vierte Wand. 1, 2, 3. Ja, das ist die vierte Wand. Dann drücken wir hier nochmal ein bisschen. Würde ich sagen, weil wir brauchen das ja alles, ne? Sonst schaffen wir das nicht. Leute, und was ich euch auch sagen muss, ich habe heute einfach vergessen, dieses Video hier zu drehen. Also es ist fast schon abends, so. Und ich wollte eigentlich schon die Videos fertig haben. Aber ich habe auch einfach vergessen, durch den ganzen Stress, was ich im Moment habe, einfach was zu machen. So, 10.000 kostet das nächste. Okay. 10.000 das nächste. Alles klar. Dann müssen wir hier mal weitermachen. Wir sind ja auch immer noch der Tor. Also müssen wir eigentlich irgendwas mit einem Hammer oder so bekommen. Denke ich mal. So, noch ein bisschen. Kann ich von hier tippen? Nee. So, jetzt jemand tippen können, ey. Jetzt kann ich tippen. Perfekt. Okay, ist aber auch nice. So, müsste jetzt fertig sein. Sei, also diese Namen sind auch ganz... Okay. Dann kaufen wir uns die zweite Etage einmal. Dann haben wir nämlich jetzt ein Dach, dass hier nicht mehr jemand rein kann immer. Ich würde sagen, wir kaufen uns auch direkt den Hammer. Ah ja, das ist hier der Torhammer. Wow. Alles klar. 5000 kostet auch das nächste. Und das haben wir jetzt auch. Hallo, danke. So. Noch irgendeinen Hammer. Ah, und dann sollten wir uns auch mal hier diese Tür holen, dass ihn keiner reinlaufen kann. Und dann für 8000 einmal diese Sachen. So, und da haben wir auch gleich die 8000, da sind sie. Dann können wir jetzt hier nämlich einmal das kaufen und einmal das kaufen, dass wir hier hoch können. So. Und hier geht es natürlich weiter mit noch mehr Geld, was man hier bezahlen muss. Da kostet es nämlich schon 13.500. Also ich werde, Leute, leider das in diesem Video nicht alles schaffen zu machen. Ja, ich würde sagen, wir sparen erstmal auf dem nächsten Dropper. So. Jetzt habe ich auch genug Geld. 44.000, das müsste auch erstmal reichen. Ich habe außerdem gerade vergessen, auf dem Dings zu drücken, deswegen habe ich jetzt schon zwei gekauft. Wobei, ist denn hoffentlich nicht ganz so schlimm. Was hat er für Probleme? Warte, wir könnten mal nach irgendjemanden laufen. Jetzt gucken, ob man den kaputt machen kann. Ey, bleib stehen. Perfekt. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn ihr gerne liken, Abo und einen Kommentar, schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Ciao, ciao.